Was ist, wenn nur zwei Indikatoren eintreffen und der Bärenmarkt nachweislich stattfindet? Ja, dann ist das so. Dann ist das so, mein Lieber. Das ist halt, ich habe mir halt Stunden über Stunden über Stunden über Jahre hinweg mir die Charts angeguckt und versucht durch viele Indikatoren, durch dies und jene Verfahren und was weiß ich, versucht zu schauen, wie man einschätzen kann, wann so ein Bullrun vorbei ist. Ich habe viel dazu gelesen, ich habe mir einiges dazu angeschaut und bin dann zu der Konklusion gekommen, dass ich aus vielen verschiedenen Meinungen, gemischt mit meiner Meinung, mir Indikatoren festsetze, wo ich mich auch dran halten kann, ohne dass ich so spekulieren muss, wie das, was du jetzt zum Beispiel machst. Wo du sagst, was wenn nur zwei, was wenn nur. Ich habe mir angeguckt, was jedes Mal passiert ist beim Bullrun und halte mich lieber danach, statt zu spekulieren, ist es jetzt vielleicht nur einer oder zwei Indikatoren. Ich halte mich da eher lieber an die Fakten statt an der Spekulation. Weil was passiert gerade bei dir? Emotion. Angst davor, die möglichen Gewinne nicht mitzunehmen. Oh, was, wenn es nur zwei sind? Oh, dann kommen diese Ängste und Befürchtungen und die leiten dann einen dazu, emotional zu handeln. Genau darum habe ich diese vier Indikatoren mir, beziehungsweise vier Ereignisse mir rausgeschaut aus der Vergangenheit, die eigentlich so gut wie immer passieren und halte mich eher daran, statt emotional zu handeln. Und ich sag's noch einmal, ich kann mir das leisten, weil ich habe nicht zu diesen oberen Preisen gekauft. Ich habe zu sehr, sehr tiefen Preisen eingekauft und bin jetzt noch mit mehreren Tausenden von Prozenten im Plus, obwohl wir einen 50-prozentigen Rückgang auf dem Markt gesehen haben. Einige sogar 60. Ich kann es mir darum erlauben. Und hab gerade nicht so leicht in Panik, wie wenn ich jetzt irgendwo bei diesen hohen Preisen eingekauft hätte und jetzt 60% im Minus bin. Da kann ich natürlich verstehen, dass man dann wesentlich emotionaler dabei ist und denkt, hey, ich habe jetzt schon 60% verloren. Wenn der Markt noch weiter crasht, verliere ich noch mehr. Ihr habt noch nicht verloren. Ihr hättet es möglicherweise verloren, wenn ihr verkauft. Aber dann verstehe ich die Meinung auch, dass sich einige dann denken, na, nee, pass mal auf, ey, ich verkaufe lieber jetzt ein bisschen im Minus. Wenn die Preise weiter fallen, dann kaufe ich tief wieder ein und mache das wieder gut, wenn wir wieder nach oben gehen. Kann ich auch verstehen, wenn man so denkt, ne? Aber wie gesagt, ich habe es euch immer wieder gesagt, wir kaufen nicht in einem Bullenmarkt an den oberen Preisen ein. Damit wir genau diesen emotionalen Stress nicht mitmachen müssen. Werden wir eventuell beim nächsten Bullrun machen, damit wir diese dicken Schwünge, diese 30-prozentigen Korrekturen, also was mitnehmen. Allerdings muss man auch bedenken, dass man darauf dann Steuern zahlen muss. Das darf man auch nicht vergessen. Und wir werden es nur wahrscheinlich mit 20% unseres Portfolios machen.